Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen. Kannst du aufhören vielleicht zu essen? Ich meine, wir drehen hier gerade ein Video. Hört man eh nicht, weil das Mikrofon da ist. Da ist noch ein Kameramikrofon. Wir haben doppelten Ton, okay? Junges Fräulein, Thomas kann sich die Audio... ASMR? ASMR. ASMR. Ich glaube, was du hast, ist ADS, was du meinst. Jody, ich will jetzt hier kein... Lass ruhig, lass uns doch einfach unser Video machen, leg das zurück. Nicht jetzt... Du hast die ganzen Zähne schwarz. Egal, dann mache ich halt die Amoderation, meine Freunde. Wir haben auf Twitter vor... gerade vor 17 Minuten gefragt, stellt uns doch mal interessante Fragen, die unsere Zukunft betreffen, gemeinsam, aber auch generell Zukunft betreffen. Und ich dachte mir, es wäre ganz witzig, mal auf sowas zu antworten, denn das haben wir noch nie gemacht und es ist mir eben spontan eingefallen. Nach 17 Minuten sind schon genügend Fragen rumgekommen. Ihr seid tatsächlich diesmal extremst aktiv gewesen, Leute. Ich würde sagen, was denn? Ich guck die ganze Zeit da hinten, ne? Oh, ich hab noch auf der linken Seite Fortnite-Stream an. Ich muss das ist ja unbedingt die ganze Zeit an, oder? Ausmachen. Den Ton. Nee, der Ton nicht. Ich mach so ein Video und dann guck ich nebenan Fortnite. Ich hab echt ein Suchtproblem, Leute. Ist aber egal. Jetzt geht's um eure Fragen, Leute. Beginnen wir mit der ersten Frage von Escation. Hashtag AskJovi. Darf ich in eurer Wohnung auf der Couch leben, bitte? Tobi will auf unserer Couch leben. Das, also von mir aus ja, ich okay. Fänd's cool. Nice, Tobi, dann bist du herzlich willkommen in unserer neuen Wohnung. Willkommen, neuer Mitbewohner, melde dich einfach. Marcel Scorpion fragt, steht der Vierer noch? Ich weiß nicht genau. Oh. Was meint er damit? Also Marcel Scorpion und Sonny beantworten momentan eine Menge perverse Fragen. Ich weiß nicht, ich habe mir die Videos nicht angeguckt, je nachdem, was die da pervers beantworten, aber da will ich vielleicht gar nicht. Ich glaube, das hat ein bisschen mit dem Echo zu tun. Ja, aber was, wo kommt das her? Dinge, die wir gesagt haben. Ich habe nichts gesagt. Ich vielleicht? Ich will nicht mit Marcel Scorpion in einem Bett schlafen. Musst du nicht mit dem, also wir können kann ja dann nach Hause fahren. Hallo Freunde! Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Jedes Mal, wenn ich irgendwas Produktives machen will, kommt der Typ durch die... Ich den Mann, ich dreh gerade ein Video! Hallo Freunde am Arsch! Ich dreh gerade ein Video! Da ist zu... zwei Leute! Hallo Jody! Hallo Kollegen! Guten Tag! Was soll ich? Die Tür kurz zu machen? Ja. Okay. Okay. Danke! Ist das schön, wenn Leute hinzufuhr kommen? Das ist immer sehr überraschend für mich. Ja, Marcel, das, ja. Köln for Life oder irgendwann mal in eine andere Stadt ziehen? Andere Stadt. Definitiv, Leute. Wir haben schon so viele... Vielleicht dann halt auch ohne Jody, mit Marcel Scorpion. Wir hatten schon so viele Skette durch. Ich finde es super... Super interessant, finde ich. Unter anderem Lissabon finde ich saugeil, Leute. Barcelona, Amsterdam, New York finde ich geil. LA für ein halbes Jahr, ja, dann nicht mehr. So, das wäre vielleicht noch so ein Ziel. Es gibt so viele schöne Städte in Asien auch, die sicherlich interessant sind. Boah, vielleicht that's so, crazy. Also ganz ehrlich, Leute, wer weiß, wie lange wir hier noch sind in Köln. Erstmal will ich in die Sonne für eine Zeit. Richtig, Sonne scheint gerade draußen. Mama Rolle hochgehen, schon draußen auf Terrasse. Super. Nächstes Reiseziel. Disneyland, glaube ich. Oh, stimmt. Disneyland. Ich habe Jody zu Weihnachten Disneyland geschenkt. Habt ihr vor, umzuziehen? Wir haben tatsächlich, Leute. Oh mein Gott. Wir wollen eigentlich jeden zweiten Tag umziehen. Wir wollen jeden zweiten Tag umziehen. Unsere Wohnung ist versau geil. Wir lieben sie. Dann willst du, dann will ich. Dann willst du. Aber nie gleichzeitig. Nie gleichzeitig. Und dann sagt der eine immer, nee, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ja. Wir hatten einfach letztens überlegt, okay, wir haben es schon wieder verkackt, unsere Wohnung schön einzurichten. Also haben wir überlegt, ja, ziehen wir einfach um. Aber das ist halt dumm, deshalb arbeiten wir gerade in unserer Wohnung und irgendwann gibt es auch mal eine Roomtour für euch. Also ich glaube, so innerhalb von Köln umziehen macht so gar keinen Sinn, es ist nur Stress, wenn dann... Ich würde nach Köln-Ehrenfeld ziehen, genau. Okay, Ask Jovi, wann macht ihr den Stream, den ihr mal machen wolltet, in dem ihr über Jovi reden wolltet? Stream? Stream? Nö. Nö? Gar keinen. Können wir mal machen. Nö. Ach so, Moment. Ja, 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 das soll kein Stream werden, das wird ein Video. Und das mache ich auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal. Nein, nein, das habe ich schon geclaimed. Okay. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Boah, das ist... Also Leute, vor 5 Jahren hätte man mich das fragen können. Da war ich am Ende meiner Ausbildung. Noch nicht und mal. Nein, Mann. Vor 3 Jahren hast du deine Ausbildung beendet. Stimmt. Und du hast halt... Vor 5 Jahren war ich noch in meiner Ausbildung. Ich mache das erst 3 Jahre. Warst du in 5 Jahren? Warst du noch... In der Berufsschule. Fast in der Schule. Ohne Witz, Leute. Das ist so krass. Vor 5 Jahren hätte man mich fragen können, wo siehst du dich in 5 Jahren? Und ich hätte gesagt... Ja, Immobilien. Ich hätte auch gesagt, keine Ahnung. Und ich glaube, wenn man mich in 5 Jahren fragt, wo siehst du dich in 5 Jahren, sage ich, keine Ahnung. Das ist halt das Ding, ich weiß halt nie, wo mein Leben hingeht. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dem Ganzen so eine bestimmte Richtung zu geben, so einen Anschubser. Und der Rest ist einfach so let it flow. Also es kommt halt, wie es kommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist halt einfach so. Und ich glaube, das ist bei dir ähnlich. Ja. Flow. Wenn ihr Kinder zusammen bekommt, wer ist dann die Mutter und wer ist der Vater? Ja, ich bin die Mutter, du bist der Vater. Das ist, also, das ist halt durch die Geschlechter gegeben, ne? Nicht immer. Aber wir haben 2018, da kann das auch dann... Anders.
Depp, Depp. Wo wird es noch Joby Pop-Up Stores geben? Boah. Wissen wir noch nicht. Das können wir auch nicht erwarten. Deutschlandweit. Wir machen das europaweit. Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Uganda. Uganda. Unbedingt Uganda, oder? Leute, wer von euch wohnt in Uganda? Lasst einen Daumen nach oben da. Wow, so ein Daumen. Okay, ganz krasse Frage von Sven von Zellplays, meinem besten Slam auf Twitch. Yes. Twitch Prime. Werden wir in Zukunft vielleicht auch mal Not So Cute Feature in Jody Calusti hören? Wir haben schon oft drüber nachgedacht und es wird irgendwann. Bin zu schüchtern. Es wird irgendwann kommen. Jody, also ich darf ich aus dem Nähkästchen plaudern so ein bisschen? Ich habe Jody ein bisschen dazu überredet, dass sie mal Gesangstraining und sowas macht und sie hadert auch ein bisschen mit sich. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, die gar nicht so abwegig ist, weil ich habe darauf Bock und du hast darauf eigentlich auch Bock. Das stimmt ja, nur du bist zu schüchtern. Aber das gibt sich mit der Zeit, Leute. Wann wird geheiratet? Frag mich nicht. Ja, wann wird geheiratet? Wann machst du mir einen Antrag? Wenn es Sinn macht wegen Steuern. Wann machst du mir einen Antrag? Wenn ich mehr als du verdiene und dann sparen kann, durch wenn ich dich heirate. Dann verdien mal mehr als ich, damit du mir einen Antrag machst, weil ich hab nämlich von vornherein, von mir kommt da gar nichts, Leute. Das könnt ihr euch glauben. Nö, boah, wann werden wir heiraten? Also ganz ehrlich, wir haben das schon so oft mit unserer Familie bequatscht und so. Immer die, also was heißt, dick. No anxieties. Ganz ruhig. Nein, weil die fragen ja immer, na? Man kommt in der Welt. So, ja, keine Ahnung. Wenn irgendwer anders auf einmal heiratet. Ja, ja, richtig. So, oder wenn auf einmal random so ein Typ irgendein Kind bekommt, dann sagt, ah, seid ihr auch schwanger? So, nein, ja, wir sind 25. Deine Mama so, mag das immer ganz gerne. Sie gerne ein. Ja, meine Mutter hätte jetzt schon 300 Enkel und 500 Hunde einfach. Ja. Aber passiert nicht, Mutter. Beruhig dich. Ich finde es schön, wenn man. Also, ich finde, verloben finde ich mega geil. Verloben hat da hinten gefurzt? Ich weiß auch nicht, hat sich richtig so angehört, ne? Er putzt sich die Nase. Ich glaube, er furzt. Okay. Hoffentlich ist das alles am Mikrofon drauf. Werdet ihr euer Kind Patrick nennen? Nein. Halle! Komm mal schnell! Wir haben eine kurze Frage. Ja. Jemand fragt, ob wir unser Kind Patrick nennen sollen. Deine Meinung dazu? Nenn es doch einfach Paluten. Okay, dann nennen wir unser Kind Paluten. Danke, ich komme gleich. Ach, jetzt soll ich wieder gehen? Ja, wir müssen ja noch. Was ist das? Ich bin hier einfach nur ein Gegenstand. Bis gleich, ne? Ich komme gleich zu dir, Alter. Eine geile Überraschung. Habt ihr mein Portemonnaie gesehen? Ach nein, wirklich jetzt? Ich weiß nicht, wo mein. Ich habe kein Geld, ich konnte heute nichts zu essen kaufen. Ihr könnt mir einfach nur Geld leihen. Ja, können wir. Ich habe kein Geld. Können wir auch machen. Okay. Wie würdet ihr euren Hund nennen, wenn ihr ihn kaufen würdet? Kaios. Weil ich habe Jody mal so einen kleinen Plüschhund gekauft und der hat den Namen Kaios bekommen und dieser Hund muss unbedingt Kaios heißen, oder? Das ist einfach so schon gesetzt. Das wird auf jeden Fall so kommen. Egal ob Frau oder Mann. Wenn ihr dem anderen einen Antrag machen würdet, wo wäre der? Hoffen wir Amsterdam. LG. Mal gucken, vielleicht ist es auch auf der Achterbahn, irgendwo auf der Kirmes oder sowas oder in Fortnite. Vielleicht mache ich es einfach in Fortnite. Das wäre so romantisch, oder? Das wäre so toll, das wäre perfekt. Aber ich den, oder in Minecraft. Kann mich jetzt mal reden? Kann mich jetzt mal reden. Kann mich aber. Kannst du nicht, nein. Darf ich sagen, dass ich den Antrag von Paula und Sascha am besten fand, wo Paula einfach so richtig random auf dem Bett saß, in so Jogginghose und so und er ihr den Antrag gemacht hat? Weil das ist so. Er liebt sie, egal ob sie schön ist, sie musste nicht rausgehen. Ich habe so ein Flugzeug gebucht. Ja, hoffentlich. Auch mit 20.000 Leuten da drin, die jetzt alle zugucken, ne? Das mag ich am liebsten. Scheiße. Möchtest du dich auch mal tätowieren lassen, Revi? Boah, Leute, das ist so eine krasse Frage. Ich hader schon längerer Zeit damit. Ich habe so ein paar Motive in meinem Kopf gehabt, aber irgendwie war es dann doch nicht so. Also, das Ding ist bei mir, ich denke mir halt so, es ist was Besonderes, heutzutage nicht mehr tätowiert zu sein. Weißt du, was ich meine? Weil so viele Leute sind tätowiert. Aber muss doch nichts Besonderes sein. Ja, ich weiß nicht. Wenn du immer mal Bock da drauf hast. Ja, richtig, aber irgendwie. Was wollt ihr nach YouTube machen? Das Ding ist halt, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, wenn man mal irgendwann richtig, richtig alt ist, so 30. Nein, wenn man halt so ein bisschen was älter wird, dass man YouTube niemals ganz aufhört, sondern zwischendrin immer mal wieder ein kleines Update bringt. Immer mal wieder was hochlädt, sei es dann halt nur ein Musikvideo oder sei es dann halt ein Stream zwischendrin mal. Wenn man einfach Bock drauf hat, das kann ich mir ganz. Also ich glaube, es ist schwierig für uns, weil wir so lange Zeit mit diesem Internet und dieser Plattform gelebt haben, dass komplett. So einer prägenden Zeit. Ja, richtig. Komplett einfach zu sagen, so, ich lasse die jetzt komplett hinter mich. Ich nutze kein Instagram mehr, das wird nicht passieren. Also wir werden immer irgendwie präsent sein, glaube ich. Ja, schwierig. Ich habe mir das auch letztens überlegt, als ich so Leute geguckt habe, die jetzt so schwanger sind und weiß ich nicht, und alles von ihrem Leben teilen. Und dann ja, das finde ich halt so krass. Mache. Ja, dann habe ich gedacht, ich würde am liebsten das so wie Kylie machen und gar nichts teilen. Und dann dachte ich aber auf der anderen Seite wieder, das wird mir super schwer fallen. Ja, weil das ist halt das ist ein Teil von uns geworden. Ich lebe das seit 4 Jahren, dass ich nicht alles, lange nicht alles, aber so viel von mir teile. Und bald kommen bei mir Stories auf Instagram, wo ich auf Klo bin, pinkel. Ja, das hast du schon. Noch nicht gemacht. Wenn ihr euch trennt und 2 Kinder haben solltet, würdet ihr sie aufteilen oder einer beide kriegen? Nein, ich würde Kinder immer zusammen. Anderthalb und ich kriege ein halbes. Eins schneiden wir durch.
In der Mitte oder so. In der Zukunft geht das bestimmt. Kinder, niemals trennen, niemals. Wenn ihr mal Kinder habt, werdet ihr sie auf YouTube zeigen oder nicht? Wenn ja, in welchem Alter? Boah, schwierige Frage. Haben das ist wir, ja das Gleiche. Wir haben halt noch erstmal keine Kinder. Und das Ding ist halt auch, zeigen die Kinder auf YouTube, sau schwierig, glaube ich. Ich würde es halt auch nicht so machen, so wie, weiß ich nicht, Peter und Dani, also Debitor, die zeigen das ja so halb, verstecken die das Gesicht immer. So würde ich es auch nicht machen. Aber ganz oder gar nicht ist halt auch eine blöde Devise. Also ich würde es nicht. Es ist super schwierig. Ich weiß es nicht. Wie lange werdet ihr YouTube machen? Letzte Frage, Leute. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Antwort. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht sterben wir morgen, vielleicht haben wir morgen keinen Bock mehr. Darauf geht's ja. Man weiß es nicht, Leute. Wir machen so lange, wie es Spaß macht, wie lange ihr darauf Bock habt. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Das war sau negativ. Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Schaut bei Jordi vorbei, die hat einen super tollen Kanal und ist super toll und super geil. Mann, wieso können wir nicht einmal im Video jetzt? Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.